Im letzten Video dieses Jahres widmen wir uns dem ganz wichtigen Thema des Recyclings. Während vor einigen Jahrzehnten Recycling eigentlich nur dort ein Thema gewesen ist, wo die Rohstoffknappheit zugeschlagen hat, also beispielsweise in der DDR, wo Dinge schon deswegen gesammelt worden sind, weil nicht hinreichend viele Rohstoffe zur Verfügung standen, lebte man im Westen doch eine ganze Zeit lang ziemlich großzügig. Es wurde Papier gesammelt, es wurde Glas gesammelt und darüber hinaus wurde sehr, sehr vieles durch Plastik ersetzt und eben nicht recycelt, sondern einfach verbrannt oder deponiert. Mittlerweile ist man schlauer geworden und merkt, dass Energie und Rohstoffe eingespart werden müssen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Zum Thema Recycling müsste man jetzt sauber unterscheiden, was wir im Idealfall mit den einzelnen Stoffen tun. Streng genommen gehört natürlich die Vermeidung des Mülls gar nicht dazu, aber das ist das Allerbeste, wenn der Müll gar nicht erst entsteht und deswegen gar nichts zum Recycling da ist. Vermeiden kann man Müll, indem man einfach Dinge kauft, die weniger aufwendig verpackt sind oder auch manchmal überhaupt darauf verzichtet, etwas zu kaufen. Es wird ja sehr viel Überflüssiges erworben. Die zweitbeste Stufe ist die Wiederverwertung, und zwar die direkte Wiederverwertung. Das heißt, ich muss überhaupt nichts weiter unternehmen, um den betreffenden Werkstoff, das Werkstück, so wiederverwerten zu können, wie es ursprünglich hergestellt worden ist. Das ist im Grunde mit der Pfandverpackung der Fall oder mit der Pfandflasche. Man denkt bei Pfandverpackungen immer nur an Pfandflaschen, aber es gibt eine ganze Reihe mehr Pfandverpackungen bis hin zur Europalette, die ja auch immer wieder verwendet wird. Das Problem bei der direkten Wiederverwertung kann allerdings sein, dass manche Werkstücke dann doch aufwendig gereinigt werden müssen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Lebensmittelverpackungen wiederverwertet werden sollen, weil die natürlich lebensmittelecht gereinigt werden müssen. Eine Stufe schlechter ist die stoffliche Wiederverwertung. Das heißt, das Werkstück wird eingeschmolzen oder vernichtet, aber der Rohstoff wird wiederverwendet. Das kann man zum Beispiel bei Altpapier tun, da ist das bekannt. Papier wird geschreddert und wieder zu neuem Papier aus Altpapier umgewandelt. Alles, was in den gelben Sack kommt, hat eigentlich den Anspruch, zur stofflichen Wiederverwertung zu führen. Da sind wir weit davon entfernt, aber zumindest ist die Grundidee, Kunststoffe zu trennen und wieder einzuschmelzen. Bei Altglas funktioniert es ganz gut, zumindest solange es getrennt wird nach Farben. Es gibt noch eine Reihe von anderen exotischen Stoffen, die stofflich wiederverwertet werden können. Man denke zum Beispiel an Flaschenkork. Das ist recht sinnvoll, der Aufwand ist gar nicht gering, aber es ist sinnvoll, weil Kork als Naturprodukt nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht. Man muss abwägen, wie groß der Aufwand für die Aufbereitung ist, um zu wissen, ob stoffliche Wiederverwertung eine Option ist. Weiterhin ist ganz wichtig, bei der stofflichen Wiederverwertung eine saubere Trennung durchzuführen. Das führt dazu, dass wir heute in unseren Haushalten 87 verschiedene Mülleimerchen haben, in denen sauber getrennt wird, was wir alles irgendwie dem Recycling zuführen wollen. Man kann dem entgegenhalten, dass der Aufwand viel zu groß ist. Manche Dinge könnte man tatsächlich auch großtechnisch wieder voneinander trennen. Man denke zum Beispiel an die Möglichkeit, Metalle einfach mit dem Magneten aus einer größeren Müllsammlung herauszusammeln. Von dieser sauberen Trennung hängt allerdings die Qualität des Recyclingprodukts ab. Schließlich bleibt als allerletzte Option noch die energetische Verwertung. Das klingt sehr euphemistisch. In Wirklichkeit nutzt man einfach nur noch den Brennwert, sprich, das Ganze wird verheizt und die Energie wird genutzt. Nachteil, selbstverständlich, hier haben wir keinerlei Rohstoffeinsparung und zumindest wenn der Rohstoff knapp ist oder ein Erdölprodukt zum Beispiel, sollte das die allerletzte Option bleiben. Was gar nicht wiederverwertet werden kann und aus diesem Raster völlig rausfällt, muss letztlich deponiert werden. Das sind Müllberge, die wir unseren Nachfahren nicht zumuten sollten, weswegen wir natürlich danach trachten müssen, irgendeine der anderen vier Optionen zu erreichen.
Wir unterscheiden zwischen Downcycling und Upcycling. Das ist ein kleiner Wermutstropfen im ganzen Thema Recycling. Wir fühlen uns gut, wenn wir etwas in den gelben Sack hineinwerfen. Es wird ja wiederverwertet. Stimmt leider nicht. Gut, wir akzeptieren, nur ein kleiner Prozentsatz des Kunststoffs wird wiederverwertet. Aber selbst bei diesem ist es leider so, dass die Qualität beim Recyclingprozess ganz drastisch leidet. Gerade beim Kunststoff ist es so, dass es normalerweise nicht möglich ist, Kunststoff gleicher Qualität wiederherzustellen. Voraussetzung wäre, dass ich einen nahezu unbedruckten, unverschmutzten, sortenreinen Kunststoff sammeln kann, aber das ist in der Praxis eigentlich nicht möglich. Deswegen handelt es sich bei Kunststoffrecyclingprodukten eigentlich immer um Downcyclingprodukte. Man kann noch einiges damit herstellen, ob eine Mülltonne jetzt aus neuem oder aus altem Kunststoff gemacht wird, ist ziemlich egal. Und für bestimmte andere Produkte lassen sich durchaus auch Altkunststoffe verwenden. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass man aus einer Käsepackung wieder eine Käsepackung machen könnte. Das Gegenteil dazu wäre das Upcycling. Das ist der Traum eines jeden Recyclers, der Qualitätsgewinn durch den Wiederverwertungsprozess. Das ist nicht sehr realistisch, das funktioniert nur in wenigen Ausnahmefällen. Wenn man zum Beispiel Kunstgegenstände aus Müll macht, dann mag man das als Upcycling betrachten, aber das ist auch schon alles. Das Thema Recycling kommt nicht aus, ohne die Ökobilanz zu bewerten. Denn es geht nicht nur darum, Stoffe einzusparen und den direkten CO2-Verbrauch beim Recycling anzuschauen, sondern man muss die gesamte Ökobilanz des Produkts betrachten. Schauen wir uns das am Beispiel einer Milchflasche an, im Gegensatz zum Tetrapack. Das klingt sehr einfach. Jeder wird sagen, die Milchflasche ist natürlich viel besser und vielleicht noch zugeben, dass die Milchflasche halt teurer ist und man deswegen den Tetrapack kauft oder dass man zu faul ist, die Milchflasche zu tragen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Der Vorteil der Glasflasche liegt natürlich darin, dass sie an sich wiederverwendbar ist. Da müsste man jetzt gucken, wie oft ist sie wiederverwendbar. Das kann man statistisch nachweisen. Sie lässt sich relativ häufig wieder befüllen, bis sie irgendwann defekt ist und nach einer durchschnittlichen Füllungsrate von, was weiß ich, 20 Mal irgendwann dann doch zu Bruch geht oder das Glas leidet. Demgegenüber steht, dass eine Glasflasche verhältnismäßig viel Energie und Reinigungsmittel nötig hat, um Lebensmittel sauber wieder befüllt werden zu können. Das ist natürlich beim Tetrapack nicht der Fall. Dazu kommt natürlich, dass auch eine Glasflasche etikettiert werden muss und einen Schraubdeckel benötigt. Das lassen wir mal hier unter den Tisch fallen. Vorteil der Glasflasche ist, wenn sie neu hergestellt werden muss, ist es kein Rohstoffproblem, denn die Rohstoffe für Glas sind noch einigermaßen gut verfügbar. Beim Tetrapack spielen Kunststoffe unter anderem eine Rolle und eine Pappmatrix zwischendrin. Und da kann man jetzt schon fragen, ob man da nicht Rohstoffe auch schon deswegen sparen muss. Das Recycling einer Glasflasche geht nahezu ohne Qualitätsverlust. Ich kann eine Weißglasflasche wieder zu Weißglas einschmelzen und durchaus auch wieder in den Lebensmittelsektor einschleusen. Was ganz negativ zu Buche schlägt, ist der stark erhöhte Transportaufwand. Muss ich nun eine Glasflasche im LKW transportieren, transportiere ich ja ein Vielfaches an Masse gegenüber der Verpackung im Tetrapack. Das schlägt zu Buche, weil ich den LKW natürlich nicht mit Luft und Liebe betreibe, sondern mit einem Treibstoff, in der Regel eben doch mit flüssigen fossilen Energieträgern. Mit anderen Worten, ich pulvere eine ganze Menge CO2 in die Luft, um die Glasflasche von A nach B zu tragen. Wie schaut es jetzt aus um die Ökobilanz? Man kann das tatsächlich ausrechnen, man selber nicht, aber es gibt Leute, die rechnen das aus und dann stellt man fest, die Glasflasche ist dann sinnvoll, wenn sie nicht weit transportiert wird, eben des erhöhten Transportaufwandes wegen. Glasflaschen von regionalen Milchhöfen, Milchanbietern sind ökologisch tatsächlich besser. In dem Moment, wo der Tetrapack aus Norddeutschland geliefert wird, ist er der Glasflasche tatsächlich überlegen. Die Masse spielt hierbei eine Rolle, das darf man nicht vergessen. Nun kann man natürlich die Betrachtung noch ausweiten.
Es gibt relativ selten, aber es gibt für Milch ja auch solche Plastikbeutel. Da müsste man jetzt, obwohl Plastik klingt ja fürchterlich böse, da müsste man jetzt sehen, ob so eine dünne Plastikverpackung nicht möglicherweise ökologisch sogar noch besser ist als die Milchflasche oder der Tetrapack. Dann müsste man wieder einrechnen, dass so und so viel Prozent dieser Plastikbeutel platzen und auch das hat natürlich eine negative Ökobilanz zur Folge. Also das Problem ist tatsächlich ziemlich schwierig. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass wir überhaupt nicht drum herum kommen, uns jeden Tag mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen.